Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von The Bass. Und zwar sind wir ja letztes Mal hier stehen geblieben am S&U Bahnhof Zoologischer Garten Jebenstraße. Und unsere Aufgabe heute wird es sein, die Tour weiterzufahren. Und zwar wird unsere erste Station Herzallee sein, oder Herzallee. Und da werden wir uns jetzt auf den Weg hin machen. So, müssen jetzt gleich links. Und dann seht ihr schon, die Haltestelle ist ein bisschen blöd gemacht. Ich muss nämlich gleich irgendwie den Bus drehen, damit wir da an der Haltestelle anhalten können. Ich hoffe, wir kommen hier weg. Ich habe das vorhin schon mal angespielt und da stand ich hier doch ziemlich lange, muss ich sagen. Ich hoffe, dass der jetzt besser wegkommt. Ansonsten muss ich wieder Trick 17 anwenden. Also wie ich das sehe, wird das nichts. Mach was halt so. So, da ist die Haltestelle, das heißt, wir müssen hier irgendwie rein. Hier um den Block fahren. Praktisch. Und dann da links raus. Genau, dann passt es. Weil da vorne ist unsere Haltestelle. Da hinten seht ihr es. Müssen wir nur noch irgendwie hier wegkommen. Na komm. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Wollte es eigentlich nicht machen, aber egal jetzt. Och, das ist jetzt eher schlecht. Ja, komm, fahrt weiter. Ist die Polizei eigentlich da in dem Spiel hier? So, da sind die ersten. So, du möchtest zahlen. Ein Berlin-Einzelfahrschein. Dann schauen wir mal. Berlin AB, ne? Was ist jetzt AB? ABC, okay. ABC. Einzelfahrschein. Rück 0 Euro, 3,80 Euro. Ja, du bist fertig. Fuck.
Preis drückt 60 Cent, ja. Okay. Kriege ich das jetzt wieder zurück hier? Verdammter Scheißkurve. Ach, geil. Weiter geht's. Nächste Station. S&U Zoologischer Garten. So, perfekt. Okay, ich wollte mal eben schauen, was steht eigentlich vorne dran. Ah, okay. Gut, weiter geht's. Nächste Station, Breitscheidplatz. Wir fahren praktisch die Tour jetzt wieder zurück, die wir im ersten Video hingefahren sind. Ein bisschen im Verzug, weil der Verkehr hier leider viel zu dicht ist. Typisch Berlin. So, da vorne ist dann der Platz. Genau. Einen wunderschönen guten Tag. Nächste Station, Bayreuther Straße. Ja, noch sind wir nicht da. Wackeln wir denn so? Egal. Aktiviere. Gut, da können wir weiterfahren. Nächste Station, Schillstraße. Schillstraße.
alles klar, sind wir auch durch. Gut. Nächste Station. Lützowplatz. Oh, scheiße. Ich muss eigentlich links rüber. Fuck. Naja, vielleicht sind die Berliner ja freundlich. Lassen mich vorbei. Hoffe es mal. Scheiße. Ah. Ups. Sorry. Lützowplatz. Na komm. So, ihr seht, das sind natürlich noch viele Richtungen. Bin ich jetzt gegengefahren? Gibt's doch gar nicht. Dass da doch viele Richtungen gesperrt sind. Das wird alles noch so nach und nach kommen. So, 3,80 Euro. Zahlmethode Handy. Was will der haben? Berlin ABC, okay. Ist das jetzt Berlin ABC? ABC, Einzelfahrschein. Rück 0 Euro. Okay, Berlin ABC. Weitergehen. Wisst ihr, wie ich die Tür hier wieder zukriege? Also dieses. Ich weiß es leider nicht. Einmal offen geht die nicht mehr zu, oder wie? Das ist doch blöd. Na, ja, komm. Weiter geht's. Nächste Station, Nordische Botschaften, Adenauer Stiftung. Nordische Botschaften. Ah, Busstation, Busspur. Handy aus, oder zumindest auf lautlos. Welche? Nein. Gut. Weiter geht's. Ah, da wieder die Siegessäule. Ah.
Ups. Ich konnte echt nicht mehr bremsen. Mann, 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 Mann. Boah, ist das ungewohnt so. Gut, dann sind wir hier auch durch. Nächste Station, Schloss Bellevue. Schloss Bellevue. Für alle die, die den Bundespräsidenten besuchen wollen, macht euch nicht allzu große Hoffnungen. Ich war schon da und man kommt nicht allzu weit. Also Zäune und bewaffnete Polizisten und Sicherheitsleute sind da omnipräsent. Also keine Chance. Ihr könnt es gerne begucken, euch dort aufhalten, aber es ist nicht... begehbar, das Gelände. Versteht sich von selber, ne? So. Zurück 0 Euro. Berlin ABC. Okay. Das kriegt die. Wieso steht da zurück 0 Euro, wenn sie 5 Euro bezahlt hat? Was ist denn der Scheiß? Krieg ich doch 60 Cent zurück. 20? Nee. Zahlt 5 Euro? 1,20 Euro kriegt die zurück. So. Labert ihr denn? So, weiter geht's. Aus der Kulturen. Aber das mit dem Bezahlen klappt immer besser. Also jetzt habe ich es echt raus. In Berlin auch nicht ungewöhnlich. Ist hier mal hier und da ein Auto abgeschleppt wird. Kenne ich zu Genüge. Ist mir selber schon passiert. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich könnte dann durch ganz Berlin fahren und mein Auto von der Sammelstelle wieder, beziehungsweise in Berlin wird das ja einfach irgendwo hingestellt, ne? Da wo es halt hingestellt wird und da konnte ich es dann abholen. Gegen eine entsprechende Gebühr natürlich, die da unten nicht unter 200 Euro lag. Das war schon ein teurer Spaß, muss ich echt sagen. Aber ja, daraus lernt man, ne? So, Haus der Kulturen. Wunderbar. Na, junger Mann, wollen wir mitfahren? Sehr gut. Nächste Station, Platz der Republik.
Platz der Republik. Alter! Ach, die möchte AB. Okay. Müssen wir zurück. Einzelfahrschein. 3 Euro. Bar? Ja. Da krieg ich auch 1,20 zurück. Ey! Sorry. Mit 80. So. Nächste Station. Nächste Station, Reichstag, Bundestag. Da sind wir ja im ersten Video gestartet, wenn ihr das noch wisst. Genau da werden wir jetzt auch wieder enden. Mit dieser Tour. Da ist der wunderschöne Bundestag. Der Anfang unserer Reise und das Ende unserer Reise. So, und jetzt? Wir sind noch gar nicht fertig. Oder wie? Scheint noch nicht. Brandenburger Tor. Sehr schön. Da sind wir doch noch ein bisschen mehr von Berlin. Sehr nice. Brandenburger Tor. Sehr, sehr nice. Wo steht denn der Abschlepper da jetzt so dumm rum? Ist ja nicht mal wohin. Ja, macht wieder einen Stau. Ist typisch Berlin, echt. Also, ich weiß nicht. Ja, Hauptsache hält mich nicht auf. Das war sofort geschafft. Brandenburger Tor, herzlich willkommen. Ach, er möchte AB. Einzelfahrschein, der 24-Stunden-Karte. Die kostet 8,80 Euro. Bar. So, was hat er denn gezahlt?
Das sind jetzt. Okay. Alles klar. Alter, Bab, passend bezahlt, alles klar. Aber nächste Station. Unter den Linden, Friedrichstraße. So, so. Können wir eigentlich gucken, wo wie unsere Route ist hier, weil mich würde das echt mal interessieren, wie weit wir eigentlich noch fahren. Richtung Memhardstraße. Da kommt noch Staatsoper, Museumsinsel. Aha. Ja dann. Tag. Berlin, AB, Einzelfahrschein, Bar. Wunderbar, das war's. Nächste Station, Staatsoper. Staatsoper. Das wird jetzt rot werden. Kann ich wenigstens die Ampel sehen? Noch sind wir im Soll. Also ihr seht ja oben 16.23 Uhr grüne Zeit. Und wir haben 16.22 Uhr. Also wir sind wieder pünktlich. Wir hatten ja einige zwischendrin schon mal Zeiten, wo wir, ey, da war die Mauer, nicht pünktlich waren. Aber das haben wir jetzt einigermaßen wieder rausgeholt. ABC. Einzelflasche. 5 Euro. Das ist 1,20 Euro zurück. Aber gut. Weiter geht's. Nächste Station. Museumsinsel. Schaffen wir, oder? Ein Logo. Wieder pünktlich. Perfekt. Aber was ist denn jetzt los? Sorry. Hab ich die jetzt verpasst? In dem Scheiß? Einsteigen. Anscheinend nicht. Gut, fahren wir weiter.
Spandauer Straße, Marienkirche. Spandauer Straße, Marienkirche. So. Dürften eigentlich gar nicht mehr so viele Haltestellen kommen jetzt. Wenn sich unsere Mehrheimatstraße, wie die auch immer die heißen mag, erreicht haben. Wieder AB. Einzelfahrschein. 3 Euro. Wo ist die Kohle? Ach, scheiße. Habe ich jetzt das falsche bezahlt? So. Alexanderplatz, Memhardstraße. Das ist dann unser Endziel für unsere heutige Tour. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Das war das Galeria Kaufhof. Auch ein sehr schöner Laden, wie ich finde. Also in Berlin kann man sowieso überhaupt gut shoppen, finde ich. Klamotten auf jeden Fall und Elektronik geht eigentlich auch wohl. Und Galeria Kaufhof ist da generell sehr. So, der möchte 24-Stunden-Karte. Berlin AB, 24-Stunden-Karte. Ah. €9 kriegt er 20 Cent wieder. So. Weiter geht's. Nächste Station und letzte Station, Memhardstraße. Will ich irgendwie links rüberkommen? Ja, das war jetzt. Das habe ich zu spät gesehen. So, ich würde sagen, damit haben wir es geschafft. Unsere letzte Station, Route vollständig, wunderbar. So, nächste Route wäre dann natürlich wieder in die Gegend, in dahin, wo wir gerade hergekommen sind. Gesäßrichtung S&U Zoologischer Garten. Das machen wir dann in einem anderen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir machen hier noch Folgendes, wir speichern das Ganze ab. Zack, so. Und damit mache ich dann Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye, bye.
Macht's gut.